Weiter geht's. Wir haben gespeichert. Und Bosskampfzeit. Also wenn ich jetzt verliere, ist es nicht so schlimm. Und mein Gegner ist... Oh mein Gott. Angriffsreichweite. Ja, draufhauen. Einfach draufhauen. Level up! Er war nicht so schwer, wie ich dachte. Wir haben direkt gewonnen, finde ich schön. Und bekommen Skelettklingen. Jetzt können wir gleiten. Wir können es auch übrigens als Attacke nutzen. Wie wir sehen. Slide, Slide. Und was heißt das? Richtig, jetzt können wir die kleinen Ecken, die wir sowieso schon hatten, auch als... Ne, auch benutzen. Zum Beispiel da oben den Trank, den wir gesehen haben, oder die Waffe, die wir gesehen haben. Können wir jetzt alles holen. Oder einfach so durchsliden. Man muss den Arm übrigens auch schon richtig einsetzen können, sehe ich. Also, man muss schon die richtige Blickrichtung sehen für ihn, die man braucht. So, jetzt haben wir jetzt den Trank. Sliden rein. Starker Trank. Heilt bestimmt besonders viele Kraftpunkte. Klingt verdammt logisch, oder? So, jetzt haben wir schon den Doppelsprung erhalten. Das Sliden, das hier. Was ist? Da. Was ich kaum benutze, aber bestimmt verdammt praktisch ist. Und ja, jetzt holen wir uns das Schwert da oben. Also die Waffe. Ich weiß nicht, es könnte auch ein Dolch sein. Glück wird um 4 erhöht. Ja, wir haben es. Unsere erste gelbe Seele. Glück plus 4. Erhöht einfach nur Werte. Yep. Alles Schneider. Alles Schneider macht weniger. Das ist ein kurzes Schwert zum Zustoßen. Nee. Nee, nie im Leben. Nein, danke. Aber du bist Gold wert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, guck mal, diese Reichweite freiwillig auf... Diese Reichweite hier freiwillig für irgendwas Kurzes aufgeben? Nee, danke. Bin zwar leicht blond, aber nicht blöd. Na gut, eigentlich schon, aber... So, warten wir mal erst unsere erste gelbe Seele. Das ist sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Ich glaube, hier oben war auch noch was. Nein. Einfach auf gut Glück. Antiker Gürtel. Okay, ist ein Ausrüstungsgegenstand, ganz bestimmt. Wow, erhöht die Märte. Alle Märte. Erhöht die meisten Werte um plus 1. Oder beziehungsweise unsere Defensive plus 5. Nee, sogar plus 8. Okay, den Gürtel nehme ich sofort. Da sag ich nicht nein. Oh, das Geisterschwert. Das Geisterschwert. Nee. Und unser dritter Portalraum. Sehr schön. Abkürzungen werden. Wir schaffen uns Abkürzungen. Bleib mir weg. Bleib mir weg. Dankeschön. Der Arm ist relativ praktisch dafür, dass wir ihn erst so kurz haben. Ja, die Drachen können mit dieser Seele so einfach sein. Übrigens habe ich beim ersten Spiel nicht bekommen. Deswegen bin ich jetzt gerade besonders froh drüber. Oh, wir sind oben im Tanzraum. Mhm. Sehr schön. Hi Minotaurus. Slide, slide. Ah, jetzt weiß ich, was wir uns noch holen können. Ja, bestimmt. Vielleicht erinnere ich mich noch an das Buch, was ich gesehen habe, aber es sagt, das hat noch keinen Nutzen.
So könnte ich auch mit zwei Seiten kämpfen. Also zwei Fronten, zwei Seitenkopf machen. So hier ein Gegner und hier ein anderer. Da könnte ich andere in die Richtung hier hauen und ha. Wir haben doch so ein komisches Buch gefunden, aber da war so eine kleine. So ein kleines Ding, dass wir nur drunter durchsliden konnten. Boah, Alter, geht mir aus den Augen. Geht mir aus den Augen. Wir haben übrigens auch eine Seele, die ist relativ praktisch. Ja, manches. Oh, der Trank da oben, der gefällt mir. Nervennahrung plus. Ich werde aber gleich diesen komischen Supertrank da schlucken müssen. Das einen Boden zum kaputt machen. Okay, ich schluck lieber den starken Trank. Es ist mir ganz ehrlich lieber als zu sterben. Und vor allem haben wir hier einen neuen. Ja, wir haben Heilung bekommen. Ach komm, ich hau's halt nochmal um. Wir bekommen ihre Seele. Hm, doch nicht. Okay. Ich habe mehr erwartet, als ich den Ständer angefangen habe zu hauen. Hat die nicht auch eine recht interessante Seele gehabt? Die Durga hatte eine, das weiß ich nicht. Oh, was war das? Nee, das Bunny. Sobald es eine sieht, wird man raus teleportiert. Die Maid hier. Die einfach mal instant fällt, aber hier muss doch irgendwas geheim sein. Nee, anscheinend nicht. Nee. Ah, ein Raum halt. Das ist instant teleport Bunny. Ich habe keine Ahnung, wie man es umgeht. Aber ein Speicherraum. Die umgehe ich nicht. Speichern wollen wir natürlich immer. Speichern ist super. Ja, und es ist klar, warum das wir speichern. Direkt noch ein Bosskampf. Gegen die Kopftante. Ich fange schon viel zu früh an, Damage zu machen. Gegen den Kopfjäger. Ich jetzt einfach mal in die Ecke locke und quasi in der Ecke bashe. So, hat seinen ersten Kopf verloren. Jetzt kommt sein zweiter. Kein Stück ekelhaft, ne? Der kann fliegen. Weiß also, ich darf jetzt schön mit Luftangriffen rum. Mit Sprungangriffen arbeiten. Und ich bin jetzt einfach weiter in meinen Riesenarm. Konnte ich natürlich auch machen. So, jetzt kommt der letzte Kopf. Und dann ist bestimmt der Kopfjäger auch schon besiegt. Oh, jetzt kommt gerade diese Form. Schwer ist sie nicht. Kannst du nicht sagen, dass es schwer ist. Ist sogar relativ einfach. Außer du verkackst es. Wie ich. Dann ist es scheiße schwer. Eigentlich ist die nie. Die war doch eigentlich einfach. Wieso mache ich denn jetzt gerade so schwer? Hm. Wie habe ich das letzte Mal besiegt? Da gab es irgendeinen Trick, was die Sau einfach gemacht hat. Ich weiß nicht mehr. Das ist nicht lustig. Also nicht für mich. Ich meine, ich könnte es auch so machen, nur so bumm. Spiel halt ohne Rücksicht auf Verluste. Kann ich auch machen. Soll ich aber nicht machen. Warum stirbt doch einfach? Mich halt noch extrem vorsichtig dazu spielen. No, ich hab verloren. Speed-Taste. Level 12, 32%, okay. Nee, das war nix. Ich meine, am Anfang hatte ich den Kampf noch unter Kontrolle, aber dann ging es halt schief, ne? So, ihr erster Kopf. Ich wollte es eigentlich nur in die Ecke zu locken. Keinen Grund, großartig Mana zu verschwenden. So. Danke, Speed-Taste. Ich glaube, den triffst du relativ leicht hier oben. So. Die letzte.
können wir bestimmt eine neue Superseele. Da gibt es bestimmt irgendeine Seele, die recht praktisch für den Kampf ist und ich hab sie nicht. So mal nicht. Ich glaube, ich erinnere mich gerade wieder, wie es ging. Einfach warten. Einfach ihren Angriff abwarten und nicht so blöd sein wie ich gerade. Geht das auch wunderbar. Au. Jetzt muss ich mich natürlich wieder heilen. Starker Trank. Gegengift brauche ich noch. Ich hole wieder unseren Pornoarm heraus. Ich versuche es einfach so, ne? Ich bleib immer hier unten in Sicherheit. Und versuche es einfach so zu treffen. Ha! Besiegt! Sehr schön. Das war der Kopfjäger und... Ah! Wir haben seine Seele bekommen. Schauen wir mal, was seine Seele kann. Kopfjäger steigert momentan alle Werte um plus 1. Ich glaube, der Kopfjäger ist für jede gelbe Seele, die wir haben, kriegt plus 1 auf alle Werte. So war das, glaube ich. Wo sind wir hier? Sieht doch schon mal ziemlich übel aus, oder? Hier oben ist nichts. Oh, die sind... Nee. Die können zwar im Prinzip nichts, aber sie sind... Wenn sie dich treffen, sind sie verdammt... Übel vom Schaden her. Irgendwo gab's doch was. Turm war, glaube ich, eine Waffe. So, ich pack wieder meinen Imba-Arm raus. Einen riesen Keulenarm. Damit ich auch was Großes zum Auspacken habe. Der war so schlecht. Oh, da hängt einer. Tut mir leid, Kollege. Ich glaube, hier drin war es, oder? Ne, das war eine Seele. Wandel auf dem Wasser. Ich musste hier rauf. Das war nicht gar nicht Zusatz. Stimmt, da war was. Wandelt auf dem Wasser. Hm, was heißt das wohl für uns? Wir können den einen Weg, wo man eindeutig sagen könnte, okay, du musst auf dem Wasser. Rundding. Rundding ist minus 1, aber absolut Gift und... Oh, zieh dich den Schlag an. Schnell. Hohe Reichweite. Lila. Rosa. Und kann die Gegner übrigens vergiften. Das heißt im Text. Übrigens, der Kopfjäger muss jetzt plus 2 machen, oder? Immer noch plus 1. Dann habe ich mich geirrt. Dann ist es prozentual zu den gesammelten Seelen. So, wir haben Andin. Das heißt, wir können über Wasser wandeln. Und da gab es doch eine Stelle, wo wir gerade so nicht hochgekommen sind mit dem Doppelsprung, oder? Genau da können wir jetzt hin. Genau da, wenn wir da auf dem Wasser wandeln, machen einen Doppelsprung, ne? Dann kommen wir da rauf. Hier ist zum Beispiel schon mal eine praktische Nutzung, ne? Wir kommen hier nicht rauf, aber wenn wir die Seele Unwillen ausrüsten... Zack! Wir stehen auf dem Wasser. Ich glaube, hier gab es auch irgendwas. Oder das war einfach nur so, hey, du hast jetzt Unwillen bekommen, probier sie doch mal aus. Die Seele, aber ich meine, immerhin sind noch Kartenprozent, die ich gerne entdecken würde. Ich bin gleich wieder tot, weil ich immer alles auslassen muss. Level up. Hm, hier waren wir. Hier ist der Teleportraum. Ich möchte gern mal... Hier. Hier möchte ich gerne hin. Das hier ist... Das gucken wir uns noch an. Das gucken wir uns noch gemeinsam an, dann gehe ich zum Teleportraum. Ein Port ist zum Schlossmann-Gang. Guck mal, was der Typ so in seinem Angebot für uns hat. Hammer.
Also wenn das Teil nicht gerade angreifen muss, zieht es gar nicht mal so viel am Mana. Es ist gerade mal ein Stück stärker als wir Recken vom Entzug her. Halt, es zieht halt heftig, wenn es angreifen muss. Ne? Sieht man ja auch. Solange ich angreife, zieht es heftig an meinem Mana. Nix. Okay, dann gehen wir zurück zu dem Raum, wo ich sagte. Die Abkürzung. Nö. Da gibt es noch einen Raum, wo ich gerne hin möchte. Ein Weg, aber. Ich glaube, es wäre besser, würde ich mir Potions kaufen. Und unter anderem auch. Ich meine, guckt euch unser Gold an. Wir haben 1111 Gold. Wir haben noch Zeug zu verkaufen. Gerade jetzt erst recht müssen wir da mal nachgucken, ob es was Leckeres für uns gibt. Die Seele ist so kacke teuer, wenn sie halt. Ne? Nein! Das war Fail, ganz ehrlich. Das war immer nur Fail. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde bis zum Schlosseingang spielen. Also ich werde jetzt den Boss nochmal machen und wir sehen uns am Schlosseingang. Bis dahin, haut rein.